Es ist Sonntag, der 15.06.1997. Im Ersten läuft Tatort. Währenddessen ist das Fabrikantenehepaar bereits seit 2 Stunden tot. Die Täter sind nach Hause gefahren und schauen sich den Krimi im Fernsehen an. Blutrünstig haben sie selbst gemordet. Wie eine Hinrichtung, wird die Polizei am nächsten Tag sagen. Doch noch sind die Leichen unentdeckt. Das war am so gegen, naja, wann ist Tatort zu Ende? So, da wo kam dann hier der Karl-Heinz Meyer, unser Wehrführer hier. Der sagte: Heinz, komm, geh mal mit. Wir müssen da oben beim Karle mal was gucken. Da meldet sich keiner. Wir haben einen Auftrag von der Polizei, dass wir da die Tür aufmachen. Für uns sah es fast so aus wie eine Hinrichtung. Also ganz brutal, durch sofort durchschneidende Kehle. Das Landeskriminalamt Hessen ermittelt, unterstützt von ortsansässigen Kommissaren der Kripo Homberg. Das Anwesen ist massiv gesichert. Die Beamten finden keine Einbruchsspuren. Direkt an der Haustür liegt die Ehefrau. Hat sie den Tätern die Tür geöffnet? In T-Shirt und Unterhose? Erstvernehmungen oder Nachfragen im nahen Sozialbereich ergaben, dass, wenn die Ehefrau die Tür öffnet oder zur Tür geht, in diesem Bekleidungszustand das niemals tun würde. Also war für uns klar, hier konnte nur jemand in das Haus gelangen, das dem Opfer mehr als bekannt war. Wer hatte ein Motiv, das reiche Unternehmerpaar, das wir in diesem Film Baumgartner nennen wollen, zu ermorden? Ein Raubmord? Geschäftsbeziehungen? Sie sind angesehene Leute in Morschen, einem 3000-Seelendorf bei Kassel. Arbeitgeber von 140 Mitarbeitern. Herr Baumgartner hat den kunststoffverarbeitenden Betrieb von seinem Vater übernommen und gemeinsam mit seiner Frau vergrößert. Frau Baumgartner führt die Verwaltung, ihr geselliger Mann akquiriert Kunden. Sie können keine Kinder bekommen. Im Alter von 36 und 37 entschließen sie sich zu einer ersten Adoption, auch um für die Firma einen Nachfolger zu haben. Unmittelbar nach ihrer Geburt kommt Ines, 4 Jahre später Julia, in die Familie. Nach außen eine glückliche Familie. Doch bald erfahren die Beamten der Soko, es gab Spannungen zwischen den Eltern und ihren Adoptivtöchtern. Julia, jetzt 16. Und Ines, 20 Jahre alt. Vor 2 Jahren ist sie aus dem Elternhaus ausgezogen. Oberkommissar Georg Obach kennt die Familie auch privat. Er ermittelt, wer profitiert vom Tod des Ehepaars, wer erbt. Bei allen Prüfungen bezüglich des Motives kann man sagen, dass die Kinder wohl das nächste Motiv hatten. Heinrich Heinzerling hält sich zur Verfügung, auch um den Beamten seinen Verdacht vorzutragen. Ich kam nur raus und sagte: Gut, dran, du, sie sind alle beide tot. Und dann hatte die natürlich ihren, nicht Blackout, aber sozusagen Zusammenbruch. Und dann sagte die Gudrun Miller wirklich: Ich verstehe nicht, dass sich die Ines überhaupt hier ruftraut. Und da sage ich: Jo, die kommt mir auch ziemlich verdächtig ruhig vor. Oder gelassen vor da. Ines hat den Kontakt zu den Eltern fast vollständig abgebrochen. Kam nur noch, wenn sie Geld wollte. So auch am Donnerstag vor der Tat. Sie wollte Sparbücher ausbezahlt haben, drohte der Mutter mit Klage. Frau Baumgartner war wütend. Ihrem Rechtsberater hat sie gesagt: Mit Ines bin ich fertig. Ich könnte mir denken, dass diese Aussprache zwischen der Mutter und der Tochter an dem Donnerstag vor dem Mord einen Anstoß gegeben hat, das, was man an sich geplant hat, nunmehr auch in die Tat umzusetzen. Das ist eine Vermutung von mir, die ich anstelle, weil ich mir schon auffiel, dass erst diese Aussage kam: Ich bin mit meiner Tochter fertig, und 3 Tage später ist der, der die Aussage gemacht hat, tot.
Ines und ihr Freund Kai werden noch am Tatabend als Zeugen vernommen. Routinemäßig werden sie gefragt, ob sie etwas mit dem Mord zu tun hätten. Ines antwortet: Ich empfinde es als eine Frechheit, wenn man uns mit dieser Sache in Zusammenhang bringt. Kai ist kooperativ und gibt Tipps. Es kam von dem Kai einen Hinweis auf eine Russenmafia. Der Vater habe oder die Firma habe Probleme im Außenhandelsbereich und man solle dort nachfragen. Kai und Ines haben ein Alibi, ihren Wochenendausflug. Die Soko wird das überprüfen und feststellen, die Angaben stimmen. Aber einiges ist dennoch merkwürdig. Kai und Ines haben sich am Freitag vor dem Mord auf den Weg nach Bayern gemacht. Sie haben Kais Auto, einen kleinen Kia, stehlen lassen und sich für die Reise einen 5er BMW gemietet. Kai wird von Bekannten als Protzer charakterisiert. Einer, der gern angibt und sich auch damit brüstet, so reiche Schwiegereltern in spe zu haben. Das Pärchen lebt über seine Verhältnisse, wie die Soko ermittelt. Der Bundeswehrkoch und die Schülerin, die von zu Hause 500 Mark monatlich Unterhalt bekommt, mieten sich an diesem Wochenende erst im Vier-Sterne-Hotel in Garmisch ein, dann in einem Luxushotel in München. Dort sind nur noch zwei Doppelzimmer frei oder die Suite. Ines entscheidet sich für die Suite. Übernachtungspreis mit Frühstück 1200 Mark. Die Soko interessiert sich jetzt auch für Kai. Wir haben dann auch im Bereich der Vernehmung von seinen Mitsoldaten oder Freunden der Soldaten vernommen. Auch dort waren wir sehr überrascht, kam uns zu Ohr, dass man einen Mörder sucht, um gegebenenfalls die zukünftigen Schwiegereltern zu beseitigen. Kai, so erfahren die Beamten, hat unter seinen Kollegen bei der Bundeswehr schon Jobs verteilt. Einer sollte Hausmeister werden in der Villa der Schwiegereltern. Er könne auch die Einliegerwohnung kriegen, versprach Kai. Einen anderen fragte er nach dem Gift E605. Einen dritten, ob er nicht einen Killer kenne. Sie nehmen ihn nicht ernst. Freunde hat er hier nicht. Nach dem Mord kursieren Gerüchte. Ob hier in der Küche wohl noch das Mordmesser hängt? Kai, der gerne Koch ist, hat vor Jahren den Vorschlag Herrn Baumgartners, in den Betrieb einzutreten, ausgeschlagen. Jetzt, nach dem Mord, taucht er mit seiner Verlobten Ines dort auf. Ein, zwei Tage nach dem Mord ist die Ines mit ihrem Freund Kai hier oben im Werk 1 im Büro aufgetaucht. Das wurde mir von Mitarbeiterkollegen berichtet, als meine Schicht um 14 Uhr begann. Das muss also vormittags gewesen sein, 17. oder 18. Juni. Und sind gleich durchgegangen in das Büro vom ermordeten Chef und haben sich da ausgebreitet. Der Kai soll sich gleich in den Chefsessel gesetzt haben. Und dann haben sie nacheinander wohl auch mit den Mitarbeitern geredet. Kai und Ines präsentieren sich als neue Geschäftsinhaber. Sie wollen den Mitarbeitern, die jetzt vielleicht Angst um ihren Arbeitsplatz haben, Zuversicht geben. Die finden das pietätlos und berichten den Beamten der Soko davon. Dann kommt noch ein Hinweis des BMW-Händlers der Familie. Die Ines kam in unser Haus. Wir hatten das Auto vom Vater und von der Mutter hier auf dem Hof stehen. Die Mutter fuhr ein Cabriolet, was wir zwei Tage vorher ausgeliefert haben, und frug, ob das Auto bezahlt sei. Der 7er wäre ihr zu groß zu fahren und sie wollte lieber das 3er Cabriolet der Mutter fahren. Wann war das nach der Tat? Das war kurz danach. Ich weiß jetzt nicht, ob es zwei Tage oder drei Tage danach war. Nachbarn gegenüber äußerte Ines auch, sie wisse noch nicht, was sie mit dem Haus mache und ob sie selbst einziehe. Georg Obach sitzt im Haus, während Ines und Julia draußen den Hund füttern. Durch die Kamera beobachte ich die Kinder. Da stelle ich fest, dass die beiden Mädchen hier ein relativ lustiges Verhalten an den Tag legten und mit dem Hund spielten. Am Haus war ein Hundezwinger. Dort spielte man mit dem Hund und zeigte ein relativ lustiges Verhalten. Es deutete nichts darauf hin, dass eine relativ große Trauer bei den Kindern vorhanden war. Die Trauerfeier. Obach ist auch hier dabei.
als Freund der Getöteten und als Ermittler. Die Ines kam mit dem Kai vorgefahren und die Julia kam mit Angehörigen vorgefahren. Und das fast Makabere an dieser Geschichte ist, die Julia fiel mir zunächst um den Hals und weinte ganz bitterlich hierbei. Und ich habe, ich sage das mal deutlich, innerlich Zweifel gehabt, sind das nun vielleicht doch die Täter nicht, weil ja der Tatverdacht bestand. Julia, wie Ines direkt nach der Geburt adoptiert. Bei seinen Nachforschungen erfährt Obacht, dass Julia die Mutter gehasst haben soll. Auf dem Schulhof hatte Julia öfter schon geäußert, ich könnte sie umbringen. Das erscheint den Beamten nicht so ungewöhnlich in diesem Alter, aber da kam noch mehr. Ich habe ihnen Gift in einen Kuchen getan, aber es hat nicht gewirkt, sagt Julia einer Freundin. Und genau in der Woche vor dem Mord, am Wochenende wird was Schlimmes passieren. Die Schulfreundin hat Julia nicht ernst genommen. Die gesamte Trauergemeinde hält sich fern von den Kindern. Sie alle haben diesen ungeheuerlichen Verdacht. Ein Eklat ist der Grabstein, überdimensioniert und mit der Symbolik der geöffneten Tür makaber, wenn man weiß, wie die Eltern umkamen. Ines hat ihn in Auftrag gegeben, sich die Inschrift ausgesucht. Was jetzt schläft, erwacht auch wieder. Nach Dunkelheit kommt wieder Licht. Erkenne Mensch dies immer wieder, sei dankbar und verzage nicht. In Gesprächen im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass mir der ein oder andere sagte, Mensch, wir haben darauf gewartet, dass du nach der Trauerfeier zur Festnahme übergehst oder dass Kollegen zur Festnahme übergehen und Tatverdächtigen oder tatverdächtige Kinder hier festnehmen und nur diese Trauerfeier abwarten. Aber das war noch zu früh. Die Beweismittel reichten zu dieser Zeit nicht aus. Sind Sie auf der falschen Spur? Das Alibi der Kinder ist schließlich lückenlos. Die Beamten überprüfen es zum x-ten Mal. 16 Uhr, Rückkehr Kai und Ines aus München. 16.30 Uhr mit Julia bei McDonald's in Cuxhaven. 18 Uhr, Gaststätte Krone im Nachbarort von Morschen. Hier erinnern sich alle an die drei. 19 Uhr, Ankunft im Krankenhaus Melsungen. Julia hatte in der Kneipe über heftige Bauchschmerzen geklagt. In der Ambulanz wird sie untersucht wegen Verdachts auf Blinddarmentzündung. Vom Krankenhaus aus ruft Ines um 20.15 Uhr bei den Eltern an. Weil sich keiner meldet, schicken sie erst die Nachbarin zum Tor, dann fahren Ines und Kai selbst hin, rufen schließlich von dort aus die Polizei. Als Ines hört, dass die Eltern tot sind, ist sie auffallend gesprächig. Sie hat jeden unaufgefordert ihren ganzen Tagesablauf erzählt. Wo sie war, um die Uhrzeit da, und da war sie in Eubach, da und so, und dann mussten sie ins Krankenhaus, und dann waren sie bei McDonald's heute Nachmittag, und. Obach fährt die Wege mit der Stoppuhr ab, auch Abkürzungen über Feldwege. Die Zeit reicht nicht für einen Doppelmord. Das Alibi steht. Wir haben in unserer Zeitschiene feststellen können, es sind etwa 10 Minuten plus minus 2 gegeben. Diese Zeit war für uns einfach zu kurz, um dieses Verbrechen an diesem Ehepaar durchführen zu können. Es kam für uns eigentlich nur in Frage, Kai, Ines und Julia sind Mittäter. Sie müssen mit der Tat etwas zu tun haben. Aber wie? Mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen bekommen die Polizeibeamten vom Staatsanwalt einfach keinen Haftbefehl. Trotzdem lassen sie nicht von ihrem Verdacht ab. Sie suchen nach weiteren Indizien, was das Motiv angeht. Julias Hass auf die Mutter. Julia gilt als aufbrausend, wird hysterisch, wenn sie ihren Willen nicht bekommt. Die Mutter ist streng und erzieht mit Verboten und Strafen. Nachdem die Schwester ausgezogen war, eskalierten die Streitereien. So sehr, dass Julia später sogar das Jugendamt einschalten wird. Auf die Therapeutin dort wirkt die Mutter gefühlskalt. Bekannte der Eltern hingegen schildern Julia als extrem frech. Wenn die Mutter irgendwas zu ihr sagte, sie war immer aggressiv. Sie hat der Mutter nicht auf irgendeine Frage normal geantwortet, nur im aggressiven Ton. Das ist das, was wir nie begriffen haben.
Wenn der Fadi was sagte, war das ganz anders. Dem ist sie ja auch immer um den Hals gefallen und liebevoll gedrückt. Der Fadi machte dann auch alles. Die Mutter reagiert immer öfter mit Schlägen. Der Vater hält sich aus der Erziehung raus. Julia, die Aufmüpfige, wird von der Mutter oft angeschrien, wenn sie die Hausaufgaben nicht versteht, als dumme Kuh tituliert, beim Essen für freche Antworten geschlagen. So fasst es Julia in einem Brief 2 Jahre vor der Tat zusammen. Meine Mutter hat versucht, uns mit Gewalt zu erziehen. Als ich einmal nichts essen wollte, hat sie mir rechts und links eine gescheuert. Ich konnte mit ihr nicht über Probleme reden. Sie fing dann immer gleich an zu schreien. Meine Schwester war wie eine Mutter für mich. Wenn meine Schwester und ich etwas Freches am Tisch gesagt haben, hat sie uns den Hintern verhauen. Meine Mutter hatte immer rechts neben dem Teller einen Kochlöffel liegen. Bald geht es nur noch um Julias Schulleistungen. Die Mutter will nicht einsehen, dass Julia die Realschule nicht schafft. Sie wirft ihr Faulheit vor. Hauptschule ist eine Schande für sie. Ich hatte den Eindruck in den Gesprächen, dass die Mutter, wie Sie sagen, ehrgeizig war, ganz klare Vorstellungen über Schullaufbahn hatten und auch versuchte, das über ihren Willen durchzusetzen. Die Mutter spielt eine dominante Rolle in der Familie und die Julia auf der anderen Seite relativ leistungsschwach war. Sie hatte einen knapp durchschnittlichen Intelligenzquotienten erreicht und manches eben nicht konnte, nicht schaffte und führte denn dazu, dass die Mutter Druck auf sie ausübte und ständig Druck. Druck, Druck, das war so das primäre Leben der Julia. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass die Mutter gesagt haben soll zur Julia, dumme Kuh oder irgendwas in dieser Art, weil das gar nicht ihre Ausdrucksweise ist, sondern eher Julias Ausdrucksweise. Sie hat sich ja ständig nur so geäußert über ihre Mutter. Mhm. Über den Fadi eigentlich im Großen und Ganzen nichts, nur bis zu 95, wo sie seinerzeit vom Jugendamt aus der Schule weggeholt wurde, weil der Fadi angeblich sie sexuell belästigt hätte. Die Julia hat das auch in der Öffentlichkeit in der Form gesagt und hat sich dann von der Schule aus Jugendamt angerufen und das Jugendamt hat sie dann auch abgeholt. 2 Jahre vor der Tat, im Sommer 1995, hat Julia den Brief an das Jugendamt geschrieben, auf Anraten von Ines. Sie wolle weg von zu Hause, weil die Mutter schlage und der Vater zu viel trinke. Im Brief steht noch, und dann gab es noch andere Sachen. Der Vater packe sie öfter an den Hintern und er beobachte sie beim Duschen im Familienschwimmbad, sagt Julia. Sie wird in eine Pflegefamilie geschickt, obwohl das Jugendamt sexuellen Missbrauch nicht für wahrscheinlich hält. Nach 6 Wochen kehrt Julia freiwillig zurück und die Streitereien fangen wieder an. Diese Idee Jugendamt hatte sich sozusagen verbraucht, indem das Ganze einmal ohne Erfolg durchgeführt worden ist. Man hatte dann auch Angst, wenn man das nochmal versucht, dass es dann weitergehende Sanktionen durch die Eltern gibt, Strafen und Ähnliches. Es war ja zwischenzeitlich dann so, dass Julia verboten worden war, sich mit ihrer Schwester zu treffen. Und das wollte man eben vermeiden, dass da weitergehende Kontrollen und Sanktionen stattfinden würden. Und Julia war ja noch minderjährig, das heißt, sie konnte also auch nicht ohne weiteres sagen, ich entziehe mich diesem Einfluss der Eltern, sondern sie war eben aus ihrer Sicht dieser Situation ausgeliefert. Ich hatte nur noch Ines und Kai, schreibt sie. Julia besucht immer wieder Ines und Kai, die im selben Dorf bei Kais Großeltern in einem 12-Quadratmeter Zimmer unter dem Dach leben. Julia beklagt sich über die Eltern. Sie halte es zu Hause nicht mehr aus. Irgendwie war es denn nachher ein Wandel zwischen, ja, ich will weg, das war der hinterstehende, das Motiv bei der Julia, und das wandelte sich dann dahin, die Eltern müssen weg.
Julia hat immer wieder das Ziel vorgegeben und hat gesagt, die Eltern müssen weg. Das waren ja auch ihre Worte. Aber sie hat nicht gesagt, wie das passieren soll. Also sie hat nur gesagt, dass etwas passieren muss, was passieren muss. Aber sie hat nicht gesagt, wie das durchgeführt werden soll. Dazu war sie auch sicherlich überhaupt nicht in der Lage. Das hat sie dann mehr oder weniger ihrer Schwester überlassen. Ines und Kai haben eine Idee. Julia soll die Eltern vergiften. Sie besorgen ihr erst Rattengift, dann E605. Julia wird später sagen, sie habe das Gift weggeschüttet und nie verwendet. Ines wird zugeben, es besorgt zu haben, aber mit dem Wissen, dass es nicht funktioniere. Man hat irgendwas gemacht, nach dem Motto, damit die Schwester nun zufrieden ist. Wir haben ihrem Wunsch Rechnung getragen, ohne dass das allerdings in irgendeiner Form zum Erfolg hätte führen können. Die Ines hat gesagt, sie hätte der Julia helfen wollen, sich zu befreien. Und die Julia hätte ja auch, ich sagte ja eben schon, sie hätte ja primär, was ich auch für denkbar halte, primär geäußert, ich könnte sie umbringen. Aber es ist schon so, dass die Ines nicht aus einer, ich glaube nicht aus einer, ja, aus Beschützermentalität heraus gehandelt hat. Ines hatte ihr eigenes Motiv, Geld. Die Mutter hatte ihr am Ende mit Enterbung gedroht. Ein, zwei Jahre vor dem Mord. Da begann ein Streit zwischen Mutter und Tochter um Geld. Wobei die Mutter offensichtlich ihre Position nutzte, um Druck auszuüben auf die Tochter. Die Mutter war mittlerweile natürlich nicht mehr mit den schulischen Leistungen ihrer Tochter zufrieden, auch nicht damit, dass sie sich mehr und mehr diesem Freund Kai zuwandte und versuchte, über das Geld, über die Höhe der Zuwendungen an ihrer Tochter Druck auszuüben. Dabei hatte Ines immer funktioniert. Sie war die brave, angepasste. Hatte sich sogar überlegt, eine Werkzeugmacherlehre zu beginnen, um den Betrieb später zu übernehmen. Der Wunschtraum der Eltern. Die Ines war dann unter dem Einfluss ihres Freundes Kai wohl aufsässig geworden und wollte mehr Geld. Als Julia mit mir arbeitete, wo sie mir freudestrahlend erzählte, wenn ich erst aus der Schule bin, dann gehen wir alle, wenn ich erwachsen bin, gehen wir drei in die Dominikanische Republik. Ich habe es natürlich angeguckt, was ist das für ein dummer Quatsch, was erzählst du denn da? Das wirst du schon sehen, wir kaufen uns da ein Hotel, Kai macht den Koch, die Ines macht die Managerin und ich werde an der Rezeption arbeiten. Und das sage ich, und wo wollt ihr das Geld hernehmen? Ja, das wirst du schon sehen, da wirst du dich wundern. Obwohl es offensichtlich ist, dass Kai, Ines und Julia mit dem Ableben der Eltern rechneten, gibt es immer noch keinen Haftbefehl. Kai, Ines und Julia werden zur Vernehmung geholt. Julia weiß nicht, dass die anderen zwei auch hier sind. So erhoffen sich die Beamten, dass sie umkippt, denn bisher hatte immer Ines für sie geantwortet. Ines und Kai bleiben cool. Kai tischt wieder die Version von einer Russenmafia auf. Und Julia? Julia erfindet einen nebulösen Verfolger, der ihr und der Mutter in der Nacht vor der Tat aufgelauert haben soll. Julia kippt nicht um. Also ich hätte mir das etwas einfacher vorgestellt. Insbesondere auch auf das, was wir ja an Ermittlungsergebnissen schon da hatten. Die Mitteilung der Mitschülerin, diese Vorhalte, die man ihr gemacht hatte, war ich eigentlich überzeugt, sie wird, wie man so schön sagt, rüberkommen und möglicherweise, ob das gleich das Geständnis ist, ablegen. Das hat also länger gedauert. Sie war hartnäckiger. Schließlich setzt Willi Fehl auf Obach. Er soll, rechtlich problematisch, quasi privat mal als Freund und Vertrauter mit Julia unter vier Augen reden. Im Rahmen eines Gesprächs in der Pause wurde die Julia von mir nochmal zum Tathergang und zur Vernehmung befragt.
sie sagte dann relativ spontan, ich habe den Schlüssel, den Haustürschlüssel in die Zeitungsbox gelegt. Frage von mir, warum hast du denn den Schlüssel in die Zeitungsbox gelegt? Ja, weil ich den Auftrag von der Ines und dem Kai hatte, den Schlüssel dorthin zu legen, damit das passieren sollte, was am Sonntag dann passierte. Das war im Prinzip der Anfang von der Aufklärung des Doppelmordes. Das war das Geständnis, das erste, das wir hatten. Ines wird mit Julias Aussage konfrontiert und bleibt cool. Der erste Tag Vernehmung bei der Polizei in Homberg, dort hat sie natürlich noch versucht, die Tat zu leugnen und eben die Geschichte, so wie man sie letztendlich auch versucht hat zu inszenieren, aufrechtzuerhalten. Nur am zweiten Tag ist sie mehr oder weniger zusammengebrochen. Dann ergibt sich den Polizeibeamten endlich das vollständige Bild. Die Fahrt nach Garmisch und München war von Anfang an als Alibifahrt geplant. Man ließ es sich in Luxushotels gut gehen, während man den Mörder zu Hause aufs Garagendach bestellt hatte. Mit einem Gewehr wartet er dort auf seine Opfer. Die Mutter ist mit Julia noch auf einer Hochzeitsfeier. Beide saßen hier dort, wo ich stehe, an einem Tisch zusammen. Wir saßen unmittelbar ebenfalls hier daneben. Und im Laufe des Abends tanzte die Mutter mit der Tochter hier. Relativ offen war das ganze Verhältnis. Das Tanzen würde ich so darstellen, wenn die Mutter der Tochter das Tanzen lernen wollte. Julia weiß, dass noch in dieser Nacht ihre Eltern umgebracht werden sollen. Doch der Täter bricht das Vorhaben ab. Am nächsten Tag, es ist Sonntag, der 15.06.97, fahren Kai und Ines nach Hause. Es ist jetzt geplant, Julia aus dem Haus zu holen, bevor der Täter am Nachmittag zuschlägt. Julia verlässt um 15 Uhr die Villa und hinterlegt wie verabredet die Hausschlüssel für den Killer, den sie noch nie gesehen hat. Ihren Eltern, die gleich ermordet werden sollen, hinterlässt sie eine Nachricht. Mama und Papa, ich bin bei Ines. Auch zum Abendessen. Julia. Bei McDonald's treffen sie den Täter. Er hat um eine unauffällige Hose gebeten, da er nur schwarze Lederklamotten habe. Der beauftragte Killer klingelt zusammen mit seiner Freundin. Mit dem hinterlegten Schlüssel kamen sie nicht zurecht. Sie werden ins Haus gebeten, damit sie telefonieren können. Sie haben von einer Autopanne erzählt. Plötzlich greift der Killer Herrn Baumgartner von hinten an. Mit einem 12 cm langen Messer schneidet er ihm die Kehle durch. Frau Baumgartner kommt hinzu und wird auf gleiche Weise umgebracht, kurz bevor sie die rettende Tür erreichen kann. In diesem Moment sind Ines, Kai und Julia 3 Kilometer entfernt. Der Kai hat hier gesessen, die Ines saß auch erst noch hier und dann haben sie sich aber dann zusammen, die zwei Frauen, an den runden Tisch gesetzt. Und der Kai hat sich noch mit einem anderen Gast überhalten, weiß nicht, über Autos oder irgendwas. Und dann nach einer Weile täuschte die Julia dann, nehme ich heute an, dass es Vortäuschung war, täuschte die Bauchschmerzen vor und legte sich dann da auf die Eckbank. Und habe ich ihr noch ein Kissen geholt und einen Tee gekocht. Wie abgemacht durchwühlen die Täter das Haus. Es soll nach Raubmord aussehen. Das hatte die Soko schon am Anfang durchschaut, weil sie wertvolle Teppiche, Porzellan und offen herumliegenden Schmuck nicht anrühren. Sie nehmen nur das Bargeld, 4.000 Mark. Zur gleichen Zeit wird Julia im Krankenhaus wegen der angeblichen Blinddarmreizung stationär aufgenommen. Kai und Ines warten im Raucherzimmer. Endlich kommt die Nachricht, es hat geklappt, aber es hat eine Riesensauerei gegeben. Jetzt endlich bekommen die Beamten der Soko den Haftbefehl. Es fehlen ihnen nur noch die Mörder. Wir waren uns sehr schnell einig, dass es sich nur um die Freundin der Ines handeln konnte in Kassel. Und möglicherweise deren Begleiter. Über Kais Handy sind sie auf Diana gekommen.
Sie wurde am Tattag mehrfach angerufen. Die Polizei beschattet Diana eine Weile. Das zierliche 18-jährige Mädchen kann den brutalen Doppelmord aber nicht allein begangen haben. An ihrem Arbeitsplatz, einer Kasseler Einkaufsgalerie, wird man auf ihren Freund aufmerksam. Sascha, der Wachmann, groß und breitschultrig. Der könnte es gewesen sein. Diana, ich glaube, schon in der Anfangsphase hat sich sofort einberaumt, dass sie an dieser Tat beteiligt war. So dass für uns jetzt klar war, wir sind an den richtigen. In der Einkaufsgalerie, in der sie an einem Creperiestand arbeitet, hat Diana Ines und Kai kennengelernt. Man findet sich sympathisch. Bald schon fragen Ines und Kai unverfroren, ob sie nicht jemanden wüsste, der die Eltern umbringen könnte. Diana bringt zum nächsten Treffen ihren Freund mit. Immerhin prahlt der damit, schon mal einen Zuhälter umgenietet zu haben. Die Idee war von vornherein jedenfalls nicht, dass sie und Sascha gemeinsam die Tat ausführen. Sie hat ihren gerade ganz frischen Freund Sascha. Ich glaube, sie hat ihn gefragt, ob er jemanden weiß. Und er selber ist dann, und so hat er sich mal ausgedrückt, er ist dann auf sich selbst gekommen. Darauf ging dann Diana, die offensichtlich vorher Gespräche mit der Ines geführt hatte, auch ein. Und dadurch wurde er natürlich für die auch dann zunehmend interessant, weil er von sich behauptete, dass er sowas tun würde und getan hätte. Diana und Sascha sollen später 2% des Vermögens erhalten, versprechen Ines und Kai. Die Gespräche zwischen den Vieren werden konkret. Ines zeichnet im Lageplan des Hauses die Alarmanlagen auf. Doch dann läuft die Tat völlig planlos ab. Sascha und Diana improvisieren. Als Sascha wegen der Autopanne telefoniert, wissen sie noch nicht, wie es weitergehen soll. Beide haben ein Messer dabei. Eigentlich hätte Diana gar nicht mitkommen sollen, aber sie hat darauf bestanden, aus Angst um Sascha. Als er dann auflegte, war es für ihn so, dass er das Gefühl hatte, dass seine Freundin sich auf den Rücken fasst, um das Messer zu ziehen. Wobei es objektiv sich dann eigentlich wohl herausgestellt hat, dass das nicht so war. Denn zumindest hat die Freundin gesagt, das sei nicht ihre Absicht gewesen in dem Moment. Auf jeden Fall hat er dann in dieser Drucksituation für sich diese Handlung von ihr als Auslöser empfunden, wo er dachte, um Gottes Willen, jetzt fängt sie an. Und hat dann seinerseits eben sofort zum Messer gegriffen und die Tat ausgeführt. Sascha sagt später, während ich noch mit ihm beschäftigt war, kam die Frau. Diana hält sie mit ihrem Messer in Schach. Dann, so Sascha, habe er den Rest erledigt. Sicher ist, dass sie selber nicht in Tötungsabsicht zugestochen hat. Sie hat ihre Verletzungen zugefügt beim Kampf um die Tür. Auf dem Heimweg entledigen sie sich der blutigen Messer. Sascha, der bei seiner Festnahme auf die Vorhaltungen sagte, wer hat sich denn den Quatsch ausgedacht, führt dann doch Oberkommissar Obach zur Fundstelle und erzählt ihm, wie sie danach noch die blutige Kleidung verbrannten und sich anschließend zu Hause den Tatortkrimi anschauten. Der Prozess. Auf der Anklagebank sitzen 5 bis dahin unbescholtene junge Leute. Da Julia die Täter hier zum ersten Mal sieht, glaubt ihr Anwalt, einen Freispruch fordern zu können. Alle Aktivitäten in Richtung der Suche nach Tätern, die bereit waren, für bestimmte hohe Geldbeträge die Eltern umzubringen, alle diese Aktivitäten gehen auf die ältere Schwester und deren Umgebung zurück, nicht auf meine Mandantin. Und Julias einziger Tatbeitrag sei außerdem nur durch Nötigung zustande gekommen. Ich weiß, dass die Schwester ihr, als sie gezögert hat, diesen Schlüssel in den Briefkasten zu legen, gesagt hat, wenn du das nicht machst, dann wirst du genauso behandelt wie die Eltern. In dem Sinne jedenfalls. Dass sie so direkt unter Druck gesetzt worden sei,
Davon hat sie gar nichts berichtet. Sowas ist eigentlich bei uns nie rübergekommen, dass, falls sie den Schlüssel dort nicht hinterlegt, dass sie dann mit den Eltern sterben müsste. Also das ist für mich eigentlich was ganz Neues. Das hat es so nicht gegeben. Sie hat mir gegenüber nie einen Zweifel daran gelassen, dass es diese Morddrohung gegeben hat. Wir waren uns nur nicht darüber im Klaren. Ich auch als Verteidiger nicht. Das ist ja keine einfache Geschichte, so etwas über eine mitangeklagte Schwester zu sagen. Das muss ja auch geglaubt werden. Also wir waren uns nicht darüber im Klaren, ab welchem Zeitpunkt sie das nun öffentlich machen sollte. Mit Unterstützung ihrer Anwälte beschuldigen sich die Schwestern gegenseitig, die Initiatorin des Mordes gewesen zu sein. Hans Euler rät seiner Mandantin, vor Gericht zu schweigen. Er stellt die Übergriffe durch den Vater in den Vordergrund. Denn wenn es die tatsächlich gegeben hat, ließen sich Julias Mordwünsche als Hilferuf interpretieren und nicht als Mordauftrag. Meine Mandantin war wohl nicht die beste Schülerin und dann hat die Mutter immer sie angetrieben, auf eine Art und Weise, die sie als unangenehm empfand. Auch das wäre ja kein Motiv für eine Mordtat gewesen. Aber ausschlaggebend für die Beschwerden über das Haus und unter der Überschrift »Ich halte das nicht mehr aus« war ganz eindeutig der Vater. Doch der schon beim Jugendamt vorgebrachte Vorwurf der sexuellen Belästigung wird vom Gericht nicht akzeptiert. Julia hat den gerichtspsychiatrischen Gutachtern wieder vom Hintern grapschen ihres Vaters erzählt und von Annäherungsversuchen beim Duschen und Baden. Die Gutachter aber gehen von einem normalen Vater-Tochter-Verhältnis aus. Und Ines? Ihr Anwalt muss das Motiv Habgier entkräften. Kai und Ines haben nur der bedrängten Julia helfen wollen. Doch warum wollte Ines nach der Tat so schnell ans Erbe kommen? Man muss natürlich sehen, dass der Schein gewahrt werden musste. Man muss sich ja jetzt in die Lage eines Täters reinversetzen, der natürlich nicht jetzt sich so verhält, dass man auf seine Tat schließen lässt, sondern der sich eben sozial adäquat verhält. Und da ist es natürlich klar, dass man gewisse Dinge dann tut, beispielsweise einen Erbschein beantragen. Sozial adäquat wäre wohl Trauer gewesen. Doch was beide Paare antrieb, war die Aussicht auf viel Geld. Dass ausgerechnet diese vier Personen zusammenfanden, hat die Tat erst möglich gemacht. Diana ist adoptiert, wie Ines, und zeitlebens an die falschen Freunde geraten. Mit 13 landet sie in der Drogenszene. Sie ist ganz unten, als sie den großen, starken Sascha kennenlernt. Sascha lebt mit Frau und Kind bei seinen Großeltern, bei denen er auch aufgewachsen ist. Der Waffennarr trägt gern Kampfkleidung und gilt als zwar nicht sehr verantwortungsbewusster, dafür aber liebevoller Vater. Dennoch trennt er sich von seiner Familie und zieht in die 40 Quadratmeter Wohnung zu Diana. Von hier aus gehen sie täglich zu ihrem Arbeitsplatz. Diana an den Creperiestand und Sascha an die Pforte der reichen Glitzerwelt in der Einkaufsgalerie, bis sie Kai und Ines kennenlernen und sich von der Aussicht auf ein sorgenfreies Leben blenden lassen. Bei den meisten Jugendlichen finden sie also durchaus die Anbindung an die Realität wieder. Aber das war hier eben durch die Besonderheit der Konstellation war das wohl nicht der Fall. Das hat sich denn sozusagen eine Fantasiewelt, sprich Fantasie, Eltern umbringen, sich befreien von den Eltern, was als Spiel existierte im Kopf, besonders von der Julia, aber auch von der Ines zunächst, was als Spiel existierte, hat sich denn unmerklich in die Realität umgewandelt. Spiel oder Realität? Die Frage muss auch geklärt werden für die dem Mord vorangegangenen Giftanschläge. Euler will beweisen, dass es die nicht gegeben hat. Wenn ich mich recht erinnere, sollte sie das Rattengift in einen Kuchen einbacken und das E605 in Spaghetti einkochen. Und sie hat dann wohl der Schwester immer gegenüber so getan, als ob sie das gemacht hätte. Tatsächlich hat sie es aber nicht gemacht, sagt sie. Euler verlangt die Untersuchung der Dunstabzugshaube. Es finden sich keine Giftspuren. Doch Julia selbst hat ihrer Freundin erzählt, wie sie Gift ins Essen und später in einen Kuchen gegeben habe
und dass die Eltern nur über Durchfall und Bauchweh klagten. Das werde ich nie verstehen, warum sie das erzählt hat. Ich denke, es stimmt, sie hat das erzählt. Aber das ist eine der Fragen, die für mich auch völlig offen geblieben ist. Trotzdem haben Sie ihr geglaubt, dass sie es nicht getan hat? Ich bin immer geneigt gewesen. Ich glaube niemandem etwas. Im Strafprozessen sollte man sich das nicht nur angewöhnen, sondern sollte das durchhalten. Ich glaube niemandem etwas. Ich bin geneigt gewesen, ihr zu glauben. 20. November 1998, 1,5 Jahre nach dem Mord, die Urteilsverkündung. Das Gericht bewertet Julias Schweigen negativ. Man habe sich keinen Eindruck ihrer Glaubwürdigkeit verschaffen können. Und Richter Knauf nimmt nicht die Dunstabzugshaube, sondern die Zeugenaussagen von Julias Mitschülerinnen als Beweis. Er verurteilt Julia, Kai und Ines auch wegen der Giftanschläge. Julia bekommt 7 Jahre und 10 Monate Jugendstrafe wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs. Kai, zweifacher Mordversuch und Mord aus Habgier, lebenslang. Ines, der Kopf des Mordkomplotts, zweifacher Mordversuch und Mord aus Habgier, Höchststrafe im Jugendrecht, 10 Jahre. Diana, die von Anfang an gestanden hatte und Reue zeigte, 7 Jahre Jugendstrafe. Sascha, Mord aus Heimtücke und Habgier, lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Im Gefängnis beginnen Julia, Ines und Diana eine Therapie. Ines und Diana nutzen die Möglichkeit, sich hier zur Köchin ausbilden zu lassen. Bald schon wird allen dreien eine gute Sozialprognose ausgestellt. Diana und Julia sind vorzeitig entlassen worden. Julia macht jetzt den Realschulabschluss. Mit Ines hat sie nichts mehr zu tun. Die hofft auf baldige Haftentlassung. Geerbt haben sie nicht. Die Geschwister der Opfer strengten eine Erbunwürdigkeitsklage an. Bis alles abgewickelt war, blieben vom Vermögen nur 1,5 Millionen Euro übrig. Die Firma wurde verkauft und ist heute insolvent. Die 100 Mitarbeiter fürchten um ihren Arbeitsplatz. In Morschen hofft man, dass Ines und Julia niemals wieder zurückkehren. Einige sind bis heute damit beschäftigt, die Ereignisse zu verarbeiten. Vielleicht wäre ihnen das etwas leichter gefallen, wenn sie die Schwestern im Prozess damals nicht so teilnahmslos erlebt hätten. Wenn man sich fragt, haben die Kinder nach der Tat nun nachträglich Reue empfunden, dann würde ich sagen, dann bei der Ines nicht oder kaum jedenfalls. Eben Bedauern und Reue in Bezug auf das, was nun folgte für sie. Aber in Bezug auf die Eltern eigentlich nicht.